Hallo liebe Landtechnikfreunde, liebe Fans der Landtechnischen Unternehmertage, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode der virtuellen LTO hier im Vogel Convention Center Würzburg. Das wäre ja die neue Location gewesen für die Landtechnischen Unternehmertage, aber Corona-bedingt werden wir das leider nicht hinbekommen. Deswegen gibt es dieses virtuelle Format als neues Format der Landtechnischen Unternehmertage. Die LTU beleuchtete ja in der Vergangenheit immer wieder Themen der Händler, aber natürlich auch der Hersteller. Und so wollen wir es auch in diesem virtuellen Format halten. Wir lassen beide Seiten hier zu Wort kommen. In unserer letzten Episode hatten wir ja einen Herstellerkollegen hier zu Gast, der vorher wiederum Händler gewesen ist. Jetzt haben wir den genau umgedrehten Fall. Wir haben hier jemand eingeladen, der von der Händlerseite kommt, aber vorher war er auf der Herstellerseite, nämlich lange Jahre bei John Deere, sehr erfolgreich national und auch international beschäftigt. In den letzten Jahren hat er den Landmaschinenhändler Zürn geleitet und seit dem 01.01.2021 ist er Inhaber und Geschäftsführer der Firma HVC Landtechnik und Metallbau in Markt Hermsheim. Markt Hermsheim befindet sich hier im Zentrum Frankens und deswegen freue ich mich ganz besonders auf einen fränkischen Gast hier bei unserer virtuellen LTU. Herzlich willkommen, Hubertus von Crailsheim. Schön, dass Sie den Weg nach Würzburg gefunden haben. Vielen Dank. Was bewegte Sie denn eigentlich, eine wirklich gesicherte Geschäftsführerposition aufzugeben und als Händler in die Selbstständigkeit ein Landtechnikunternehmen zu leiten? Gut, das waren mehrere Sachen. Ganz groß war das private Motiv. Das ist 8 Kilometer von meiner Heimat entfernt, der Standort. Ich begleite die Firma Hiller seit fast 20 Jahren. Erst als, wie Sie sagten, bei John Deere war ich sozusagen der nächste John Deere-Mitarbeiter, der in der Nähe wohnte. Das war mein John Deere-Händler. Und dann habe ich seit 8 Jahren mit dem Herrn Hiller zu tun gehabt und es ging um die Nachfolgemanagement. Wir müssen als John Deere Händler, in dem Fall Zürn, vor John Deere immer zeigen, wie wir die Gebiete betreuen. Und das war das Thema auch mit dem Herrn Hiller, der gesagt hat, ich habe 2 Töchter, die nicht weitermachen wollen, ich habe keinen Nachfolger. Und dann kam er eines Tages auf mich zu, das war ungefähr im Jahre 2018, und fragte, ob ich das nicht machen wolle. Wie Sie richtig gesagt haben, war ich sehr, sehr glücklich beim Zürn. Der Rolf Zürn ist ein guter Freund von mir auch geworden. Habe das tolle Unternehmen geleitet und habe dann mit dem Rolf Zürn über ein Jahr eine Vereinbarung ausgearbeitet, dass wir in Hermsheim schon ein vollwertiger Partnerbetrieb sind, aber nicht nur für John Deere, sondern für alle Zürn-Produkte. Also wir verkaufen genauso Kuhn oder Bockballe oder Sonstiges über die Firma Zürn wie John Deere. Und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsrezept, das wir seit 01.01.2020, muss man aber sagen, schon machen. Also jetzt jährt sich das genau ein Jahr. Und die Geschäftsführertätigkeit haben wir sogar überlappen lassen. Ein halbes Jahr war ich quasi mein eigener Geschäftsführer. Also ich habe quasi bei der Firma, die ich als Geschäftsführer geleitet habe, eingekauft. War ein spannendes Jahr. Und jetzt werden wir die nächste Zeit uns zusammensetzen und sagen, wie lief das Jahr für beide Seiten, um das fein zu tunen. Genau. Ja, und wie fühlt sich's an für Sie, diese neue Position? Das ist toll. Also das ist eine Typsache. Würde ich sagen, es macht sicherlich sehr viel Spaß, weil es weniger Mitarbeiter sind. Ich habe in der Vergangenheit fast 200 Mitarbeiter geleitet. Aha. Jetzt leite ich fast 20. Okay. Und da kennt man natürlich jeden Geburtstag, man kennt jede Sorgen und alles. Ich bin näher an den Mitarbeitern. Ich bin viel, viel näher an den Kunden. Das ist auch eine Typsache. Das habe ich immer genossen, die Arbeit mit den Kunden. Merke auch, dass das erfolgreich ist, dass die Kunden darauf abfahren. Also die Kundenzufriedenheit bei uns ist hoch, die Auslastung der Werkstatt ist hoch. Wir verkaufen sehr gut, haben über 40% Marktanteil, also das Rezept geht auf. Wie war denn das vergangene Jahr gewesen? Ist ja ein Krisenjahr, natürlich in der gesamten Wirtschaft als Krisenjahr wahrgenommen worden. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung vom vergangenen Jahr? Schwierig, also Corona meinen Sie, ne? Ja. Ja, gleich Mitte März hat es uns genauso erwischt wie alle anderen in der großen Unsicherheit. Wir hatten zu der Zeit schon guten Vorlauf, vor allem an Traktoren. Es war auffällig, wie der Traktorenmarkt zugenommen hat. In unserem kleinen Gebiet wurde er 6-facht letztes Jahr. Also wow, das ist aber gewaltig. Ein Wahnsinns-Marktsteigerung. Und wir hatten also einen hohen Vorlauf. Wir hatten auch sehr gut Gebrauchte verkauft. Und jetzt standen die Kunden, das war mein erstes großes Problem, ohne Produkt da. Also habe ich schnell einen Gebrauchtschlepper gekauft, den wir direkt den Kunden zur Verfügung stellten als Ersatzmaschine. Wir haben für Corona einen Fahrzeugservice eingeführt, also haben gesagt, lieber Kunde, bring uns den Trecker, nimm von uns ein Auto, fahr nach Haus und solche Sachen. Das hat sich sehr gut bewährt, was wir auch bis heute noch durchziehen. Und
Dann kamen die Lieferzeitschwierigkeiten, die wir alle hatten. So italienische Teile kamen nicht, dadurch kamen die Traktoren später. Das hat sich aber Gott sei Dank alles verlaufen. Im Gegenteil, das Werk Mannheim hat dann Vollgas gegeben und dann hatten wir das umgekehrte Problem. Lieber Kunde, dein Schlepper ist 4 Wochen früher da. Aha. Unterm Strich hat es uns getroffen wie die meisten. Wir haben deutlich mehr Großmaschinen verkauft und weniger Anbaugeräte. Das muss man sagen. Also die Quote liegt ungefähr bei 2:1, also 2 Anbaugeräte zu einem Traktor. Das ist so das, was draußen am Markt so geht. Und wir hatten eine Quote, die nicht einmal 1:1. Also wir haben mehr Traktoren verkauft als Anbaugeräte. Worauf führen Sie das zurück? Ich glaube, die 16% Mehrwertsteuer sind ein großes Thema. Die Landwirte haben gesagt, ich nehme die, also die pauschalierenden Landwirte, ich nehme die 3% Mehrwertsteuervorteil gerne in Kauf und mit. Das war ein Thema. Dann waren letztes Jahr in unserer Region waren die Ernteverhältnisse schlecht, wo man auch gesagt hat, was mache ich jetzt im Anbaugerätebereich, Bio-Umstellung, eventuelle Förderungen, 6b-Rücklagen, 7g-Rücklagen wurden, denke ich, auch einiges aufgelöst. Also das so Investitionsrücklagen, IABs waren auch noch ein Thema, hatte ich das Gefühl. Und man muss sagen, John Deere war auch letztes Jahr einfach ein hervorragendes Produkt. Also wir haben uns gegenüber dem Wettbewerb sehr gut positionieren können mit dem Hersteller. Ja. Konzentration ist ein starker Trend in der Landtechnik. Was ist denn Ihre Vision für Ihren jetzt ein Standortbetrieb in Markt Hermsheim? Gut, Konzentration, das würde ja Verschlankung heißen, so wie ich Sie verstehe, ne? Ja. Also wir sehen die Zukunft eher darin, in den mobilen Service zu gehen. Also das ist heute schon so, wenn ein Kunde bei uns anruft, dann versuchen wir all die Dinge zu nutzen, die uns der Hersteller bietet, wie Fernzugriff und so weiter. Und haben dann so Fälle, wo wir eben sagen, wir rücken aus und wissen schon, was uns erwartet. Ich glaube, das ist überhaupt für die Branche wichtig. Wir sind gerade auf der Suche nach einem neuen Monteur und einem Meister. Also wir werden das Team um 2 verstärken, wenn es möglich ist. Und daran sieht man auch, dass die Kunden immer mehr von uns erwarten, die Maschinen intensiver zu betreuen. Also das muss ich sagen, habe ich in Markt Hermsheim mehr gemerkt als in allen Zündstandorten. Wir haben relativ viele Kunden, die nicht immer ihre Maschinen abschmieren. Also die bringen uns den Trecker, nehmen das Auto und wir schmieren eine halbe Stunde den Schlepper ab und dann ist der quasi fertig. Also das ist eine intensive Entwicklung in die Richtung, Dienstleistungen im Prinzip von A bis Z. Ja. Ihr Unternehmen habe ich gesehen auf Ihrer Homepage, Sie sind ja in vielen Bereichen unterwegs, haben noch einen Metallbaubetrieb dazu. Genau. Eigentlich was, ja nicht ganz anderes, aber schon eigentlich. Die haben heute wenige nur noch, leider, ja. Ja, also Sie machen ja Treppengeländer und alles Mögliche im Metallbau. Und dann haben Sie, glaube ich, auch noch ein Schießkino, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Sie haben sogar noch einen Hof, einen richtigen Hof, wo Sie auch landwirtschaftlichen Betrieb noch dabei. Also wie kriegen Sie das, Nummer eins, wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Und ist das der Schlüssel zum Erfolg oder ist das eher eigentlich eine romantische Idee? Ja, ob es überhaupt erfolgreich ist, wird sich ja über die Zeit erst zeigen, muss man ja ehrlich sagen. Aber es ist wirklich, it's people who make the difference, muss man sagen. Also die Leute machen wirklich bei uns den Unterschied. Der Waldhof, so heißt der landwirtschaftliche Betrieb, der macht Direktvermarktung von Rind und Wild. Wir machen dort ungefähr so 20 Rinder und 200 Stück Wild und macht auch gleichzeitig noch Ferienwohnungen. Und der wird völlig autark von meiner Frau mit ihrem Team von 5 Leuten geleitet. Ich bin da eher so makromanagementmäßig unterwegs, guck, dass die Zahlen passen, Liquidität, solche Sachen. In Markt Hermsheim, das ist mein neuer Arbeitsplatz, da bin ich wie beim Zürn. Und die sind auch sehr, sehr selbstständig zum Metallbau. Die Kombination Metallbau und Landtechnik, muss ich sagen, ist was, was ich auf keinen Fall aufgeben wollte. Und das war aus Sicht der Firma Hiller auch der Grund, warum sie gesagt haben, wir können kein Zürn-Standort werden, weil wir als Zürn damals unmöglich den Metallbau mit hätten integrieren können. Das ist zu anders, ne? Also ich kann als John Deere-Händler kein Geländer bauen. Aber natürlich ist das von dem Betrieb ein elementarer Bestandteil, der auch unmöglich aufzulösen wäre, weil es einfach wirtschaftlich auch schwachsinnig wäre. Der Vorteil ist, wenn Sie jetzt als Kunde zu mir kommen und sagen, ich habe ein Problem, dann entscheiden wir nur, welche Abteilung das Problem löst und nicht, wir können kein Teil tauschen, wir müssen schweißen, richten oder ähnliches, das können wir nicht, du musst woanders hin, wir machen alles vor Ort. Also Ihren umgekippten Anhänger, Ihren Grupper, wo der Oberlenker sich gelöst hat, auf die Straße fiel,
alles können wir in Herrn sein. Das ist ein großer Vorteil, muss ich echt sagen. Ja, das klingt nach sinnvollen und guten Synergien. Mhm. Vielleicht auch ein Beispiel für andere Landtechnikhändler und Betriebe. Was macht eigentlich das Hubertus Schießkino in diesem Konstrukt und Wildfleischvermarktung? Das haben wir ja gerade schon angesprochen. Aber wieso halten Sie sowas aufrecht noch? Gut, das ist die Erweiterung eines Hobbys sozusagen. Ah, okay. Aber man muss sagen, das hat sich sehr gut bewährt. Die Winterzeit ist für uns ja eine ruhigere Zeit, sowohl in der Landtechnik als auch im landwirtschaftlichen Betrieb. Und in der Winterzeit ist gerade der Schießkinobetrieb als auch die Wildvermarktung in Hochzeit. Also wir können unsere Leute dadurch sehr gut durchbeschäftigen. Und das war jetzt im Corona-Jahr Gold wert. Man muss sich vorstellen, es war mein allererstes Jahr. Die Banken haben das mit mir relativ knapp angegangen, logischerweise. Mhm. Also ich hatte wenig Liquiditätsreserven, um durch schwierige Zeiten durchzukommen, also den Gegenwind auszuhalten. Und so war Mitte März, wie wir es vorhin hatten, waren alle Ferienwohnungen storniert zum Beispiel. Da fehlten uns über 50.000 Euro Umsatz, die gebucht waren. Dazu natürlich die Mitarbeiter, die trotzdem beschäftigt werden sollen. Und so hat dann immer ein Bereich, seit Tönnies kam der Fleischbereich nach oben. Also das breit aufgestellt sein in Form von Schießkino, was im Moment leider komplett ruht, von der Fleischvermarktung, dem landwirtschaftlichen Betrieb, dem Metallbau und dem Landmaschinenhandel hat uns wirklich sehr viel gebracht, weil irgendeine Lokomotive hat doch immer weitergezogen. Das war schon Corona-Jahr beeindruckend für uns, dass wir uns eigentlich nur kurz schütteln mussten und es ging weiter. Vielleicht auch ein Erfolgsmodell für andere Händler. Was wünschen Sie sich denn oder was sehen Sie denn im Endeffekt für die Zukunft? Werden Sie im Endeffekt weiter so breit aufgestellt bleiben oder Sie vielleicht sogar noch breiter aufstellen? Was ist Ihre Zukunftsvision mit Ihrem Betrieb? Also das muss ich schon sagen, aufgeben will ich diese Breite auf keinen Fall. Ich gehe auch davon aus, dass wir noch einen kleinen Hauch breiter werden, weil was wir schon sehr viel nutzen, ist das Personal aller Betriebe. Also wenn wir jetzt merken, wir haben zum Beispiel in der Landtechnik oder im Metallbau wenig zu tun, also im Moment ist der Metallbau ein bisschen lahm, dann zieht er in den landwirtschaftlichen Betrieb und baut zum Beispiel im Moment für die Mutterkuhhaltung Raufen, ja, oder baut ein Zelt auf oder ähnliches. Und im Umkehrschluss, wenn wir merken, in der Landtechnik ist wahnsinnig viel los und wir können da aber gewisse Hilfsmaßnahmen machen, wie einen Trecker von A nach B fahren oder ähnliches, macht das halt einer aus dem landwirtschaftlichen Betrieb. Die Firma Niklas macht das ja im Prinzip genauso in Scherardorf. Mhm. Da sieht man das auch, dass diese Synergie gut ist. Und was mir wahnsinnig viel bringt, ist die Augenhöhe zum Landwirt. Also ich muss ja wegen meinem Beruf schon wissen, was gibt es für Fördermöglichkeiten, was haben die Landwirte, was machen die gerade durch, was sind so Pachtpreise der Region etc. pp. Ich habe immer logischerweise einen neuen John Deere bei mir selbst, um auch zu wissen, läuft der, kann ihn sehr, sehr viel besser bedienen als so manch einer Verkäufer, weil ich ihn ja täglich sozusagen auch mal einsetze. Also das will ich auf jeden Fall aufrechterhalten, doch. Macht auch eine Menge Spaß. Und was wünschen Sie den Händlerkollegen für die Zukunft? Oder für dieses Jahr? Wollen wir mal nicht so weit gehen? Einfach also für die Zukunft, nur für dieses Jahr wünsche ich den Händlerkollegen, dass der Hersteller mit dem Händler so ein Team bildet, dass beide gut überleben können. Weil das ist im Moment was, wo, glaube ich, wir alle als Händler sagen, lässt uns der Hersteller genug Luft, mal unabhängig welches Fabrikat. Das Internet macht uns total vergleichbar. Wir merken, im Moment sind zum Beispiel John Deere Traktoren in Frankreich billiger als in Deutschland. Das merke sogar ich als kleiner B-Händler, dass mir von französischen Händlern als Beispiel Traktoren angeboten werden oder meine Kunden mit Internetpreisen aus Frankreich kommen. Das bereitet uns Probleme im Rohertrag, erhebliche Probleme. Und da droht die Gefahr, dass wenn der Hersteller sich immer mehr von uns Händlern entfernt, dass wir nicht mehr miteinander über den Kunden reden. Ich bin der Kunde vom Hersteller, das ist klar. Ich kaufe den Traktor, verkaufe ihn weiter oder die Maschine, was auch immer es ist. Und muss aber halt meinen Hersteller haben, zu sagen, hör zu, der Wettbewerb steht da und da, ich brauche dich, um mich da zu positionieren. Das merke ich, das lässt nach, allerdings nur in jüngster Zeit. Und das wünsche ich allen, dass das wiederkommt und dann machen wir Händler das schon. Also da bin ich sehr zuversichtlich. Mit guten Wünschen in dieses neue Jahr. Ein klasse Gespräch, wie ich meine. Vielen lieben Dank, Hubertus von Crailsheim. Vielen Dank ebenso.